Waiblingen, Brand einer Gartenhütte. Mit 4 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften rückten die Feuerwehren Rommelshausen und Stetten am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr zu einem Brand in der Kleingartenanlage zwischen der B14 und der L1193 aus. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache ging eine Gartenhütte am frühen Abend in Flammen auf. Kurz nach 20 Uhr war das Feuer letztlich gelöscht. Wie hoch der Sachschaden an der Hütte selbst und am darin befindlichen Inventar ist, ist bislang noch unbekannt.